Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Herzlich willkommen zurück zu Egonson spielt This War of Mine. Der Winter ist angebrochen und es wird sehr kalt werden, wie uns die Titelfolie schon zeigt. Die Nacht war ruhig. Wir haben heute Nacht ordentlich Beute gemacht, wie ich hier gerade sehe. Ich kann mich wie immer an nichts erinnern. Ich weiß nur, dass es so kalt ist, dass wir ganz dringend Holz nachlegen müssen. Es ist ein ungerader Tag, das heißt, jeder kriegt was zu essen. Und die, die Wache gestanden sind und plündern waren, können auch gleich schlafen. Das ist Pavle, der schnelle Läufer. Hat schon Wache gestanden. Und wenn alle versorgt sind, werde ich gucken. So. Bruno ist hungrig. Marco ist nur müde, dann geht er schlafen. Bruno holt sich was zu essen. Und Emilia wird ihm das gleich tun. Und dann wird Bruno wieder ein Herz deppen und was Neues, Leckeres zum Essen kochen für uns alle. Ihr seht hier draußen, ist es jetzt so, dass man Schneemann bauen kann. Ich denke mal, das ist was für die Nervenberuhigung. Und außerdem kann man jetzt auch Schnee holen. Und den Schnee kann man dann mit Brennmaterial zum Schmelzen bringen. Und das Wasser kann man dann wieder filtern. Und so kann man eben auch bei diesen eisigen Temperaturen Trinkwasser herstellen. Gibt es was Neues in den Biografien? Nein, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Das bedeutet nämlich, dass niemand... Oh, ist jemand an der Tür? Hier, jemand braucht Hilfe. Das, aber Bruno geht erstmal kochen. Emilia, unsere Anwältin, wird sich erkundigen, wie man den Kindern da draußen helfen kann. Wir können 8 Mahlzeiten herstellen. Dafür brauchen wir 12 unser 28 Wasser. All unser Gemüse und jede Menge Brennmaterial. Das machen wir gerne. Emilia fragt an. Es geht um unsere Mama. Wir konnten keine Medikamente für sie finden und jetzt ist sie sehr, sehr krank. Bitte, sie müssen ins Krankenhaus bringen. Bitte. Ja, machen wir. Das Mindeste, was wir tun können. Wir müssen uns beeilen. Okay, Emilia geht mit. Na, immerhin. Ich hoffe mal, dass alles gut geht. Tatsächlich hatte ich den Fall noch nicht und weiß nicht, was alles passieren kann. Aber der Weg, der reine Weg ins Krankenhaus ist ja relativ sicher aktuell. Ich hoffe mal, dass das in dem Fall dann eben auch so bleibt. So ist jeder beschäftigt mit Ausruhen und Kochen. Und im nächsten Schritt schauen wir dann, ob wir noch mehr Schnaps herstellen können. Ich gehe nochmal in unsere Sachen. Ich sehe, dass wir ja wieder 8 Zucker haben, 16 Wasser. Damit können wir doch schon mal arbeiten. Tag 25. Es hat trotz des besseren Ofens nur 12 Grad, da müssen wir auch schnell nachlegen und es wird auch kein Weg drum herum führen, nochmal einen kleinen Ofen zu bauen. Damit wir hier auf Nummer sicher gehen können und uns keine Erkältung einfangen. Mal im Auge behalten, wie die Temperatur jetzt steigt, aber wir brauchen mehr Teile für einen neuen Ofen, von daher ist das aktuell sowieso keine Möglichkeit. Auch für den Wasserfilter bräuchte man welche. Von daher müssen wir dann noch warten. Wir können auch Fahrenheit umstellen. Bringt nur in dem Fall nicht wirklich was. 13 Grad, langsam geht's los. Mit den 8 Zucker und 8 Wasser können wir 2 Flaschen Schnaps herstellen. Das machen wir auch. Und 17, 18 Grad, das ist so der Bereich, an dem es gerade noch geht. Mit einem weiteren Ofen haben wir halt ein bisschen Puffer nach oben auch. Und riskieren nicht, dass die Hälfte des Tages es dann viel, viel kälter ist. Wenn wir den Schnaps haben, dann brauchen wir Filter und Brennmaterial, um den klaren herzustellen. 2 Filter und ein weiteres Brennmaterial können wir jetzt schon herstellen. Die 2 Filter bedeutet aber auch, dass wir eben unsere Teile dafür hergeben müssen. Aber das machen wir. Denn mit dem puren Schnaps können wir dann zur Militärbasis gehen und also in reinen Alkohol. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob bei den Soldaten in der Militärbasis
es so ist, dass sie den trinkbaren Schnaps mehr wertschätzen oder den reinen Alkohol. Aber davon haben wir ja auch unglaublich viel, merke ich gerade, ne? Hier oben sieht man es. Das hier ist reiner Alkohol. Ach, ich weiß wieder, was wir machen wollten. Mit den Kräutern, die wir gerade ziehen, können wir dann damit und Teile Bandagen herstellen. Aber da brauchen wir Teile für. Das heißt, wir brauchen heute noch Teile. Ohne weitere Teile können wir nichts machen. Und außerdem müssen wir halt schauen, dass wir genügend Brennmaterial haben. Und das werden wir auch bei 64 Holz, können wir mal 14 Brennmaterialien herstellen. Das können wir, glaube ich, am Ofen auch machen. Also an der Kochplatte. Wenn die nicht gerade belegt wäre, mit was zu essen. Wir gehen noch zum Radio, um sicherzustellen, dass wir keine Nachrichten verpassen. Es ist kalt. Leider wird in den kommenden Tagen kein Temperaturanstieg erwartet. Achten Sie also darauf, dass das Feuer Tag und Nacht brennt. Einfacher gesagt als getan. Der Tod fordert im Pogoren seinen Tribut. Scharfschützen, Mörsergranaten und niedrige Temperaturen führen zum Tod von zahlreichen Zivilisten. Der Pressesprecher des Militärs sagt Folgendes. Der Tod von Zivilisten ist die Folge von tragischen Unfällen und krimineller Aktivität in der Stadt. So kann man es auch formulieren. Die Ursache dafür ist halt dann schon eine andere, nämlich die kriegerischen Handlungen. Aber nun gut. Ich überlege gerade, ob wir Wasser aufsetzen. Es gefrorene Wasser zu bekommen. Genau, es würde dann über den Herd gehen. Aber der ist jetzt belegt mit Wasser. Ah, okay, wir werden in den nächsten Tagen kaum Wasser haben. Aber reinen Alkohol. Das heißt, zum Glück müssen wir nicht trinken, sondern nur essen. Für Essen ist erstmal gesorgt. Aber um weiteres Essen zu kochen, brauchen wir dann später Wasser. Aber wir sind jetzt wieder für... Wir sind zu viert. Das heißt, in 2 Tagen gibt es Essen. Dann nochmal in 2 Tagen. Dann sind es 6 Tage, die wir jetzt... Zeit haben, bis wir das nächste Essen kochen müssen. Und bis dahin haben wir auch wieder Wasser. Hoffe ich. Und dann stellen wir jetzt noch einen Alkohol her in 2 Stunden. 7.50 Uhr. Das kriegen wir dann heute sogar noch. Nur ernten können wir es nicht. Dann kann Bruno ein bisschen chillen. Hat seine Schuldigkeit getan heute als guter Koch. Und... Wir stellen uns neben den Ofen, um da weiterhin Brennmaterial reinzufeuern. Geht eigentlich mehr als 6? Nee. Er ist bereits voller Brennstoff. Das ist das Maximum. Leider. Kräuter sind noch gleich fertig. Kriegen wir die noch? Können wir jetzt schon noch Neues aufsetzen? Glaube nicht. Ui, wird das knapp. Hat nicht gereicht mit dem Schnaps. Nun gut. Oh. Durch Kämpfe ist jetzt die andere Hälfte der Stadt eingeschränkt erreichbar. Beziehungsweise gar nicht erreichbar. Er war noch nicht beim Bordell. Beim Militärstützpunkt war man noch nicht. Wir sind nur zu dritt heute Nacht. Geschickter Plünderer. Pablo steht Wache. Bruno schläft im Bett. Dann bereiten wir es mal vor. Wir gehen zum Militärstützpunkt mit dem Schnaps und gucken, ob sie Teile haben. Reiner Alkohol. Tabak brauchen sie außerdem, aber den haben wir ja nicht. Na gut, ein so Tabak. Ja. Ich weiß nicht, ob sie den nehmen. Ich mag jetzt kein Feld voll machen damit. Was werden wir denn kriegen, wenn wir für einen Alkohol 4x4 Teile kriegen? Dann reichen 4. Also wir können nur traden dort. Die Alternative wäre... Ach komm. Ja. Ja. 4 reichen. Gucken wir erstmal. Das ist reiner Alkohol ist ja... Du kannst raus trinken oder damit handeln. Wird auch verwendet, um Medikamente oder Bandagen herzustellen. Genau. Also wir haben so viel. Wir haben jetzt nochmal 4 so. Wir bekommen zwar noch ein bisschen...
Kräuter. Mit den Kräutern können wir dann Bandagen herstellen, aber was man braucht, sind eben Teile. Und die kriegt man nur bei den Leuten, bei denen man auch traden kann. Und am Militärstützpunkt. Ich weiß nicht mehr, auf wessen Seite sie sind. Das ist auch sowas. Das Spiel sagt eigentlich gar nicht, wer sind die Bösen, wer sind die Guten, für wen soll man sein, ne? Also bei wem ist es so, dass der Krieg zu Ende geht, denn das ist völlig irrelevant. Das ist sowas von irrelevant für diese Zivilisten. Da geht es echt nur ums pure Überleben und inständig hoffen, dass der Krieg bald vorbeigeht. Okay, ich habe gerade herausgefunden, dass sie gar keine Teile haben. Okay, aber dann nehmen wir halt 17 Wasser mit. Das können wir gebrauchen. Fleisch brauchen wir gar nicht mal so viel. Das ist sehr großzügig. Da gibt mir noch Munition. Die Pistole brauchen wir nicht. Waffenteile brauchen wir auch nicht. Schon um mehr Geräte oder mehr Sägeblätter herzustellen. Lass uns auch mal da ein paar von mitnehmen. Aber das ist schon viel zu teuer wieder. Wir brauchen keine Bandagen. Wir brauchen erstmal keine Dosen. Wir haben auch noch drei, ist mir fällt mir gerade ein. Medikamente brauchen wir erstmal auch nicht, aber wir merken uns, dass die Medikamente haben, wenn jemand von uns erkältet werden sollte, weil er oder sie bei den kühlen Temperaturen was abbekommen, dann brauchen wir das. Wir nehmen mal eins sicherheitshalber mit. Verzichten können wir dann auf jede Menge Waffenteile. Und jetzt wird schon knapp. So viel Munition brauchen wir nicht. Da, jetzt ist schon richtig knapp, ne? 10 Wasser und ein. Nee, dann lieber. Das reicht auch nicht. Sag mal. Wasser ist mehr wert, ist mehr aktuell mehr wert als die Patronen. Dann füllen wir noch mit Waffenteilen auf, bis es nicht mehr reicht. Ich glaube, das ist okay. Also. Eigentlich nicht. Eigentlich ist das ein super schlechter Deal. Wir werden aber sonst keine Patronen finden. Die Waffenteile. Wasser ist wertvoll, ja. Die Waffen auch, wenn wir die nutzen sollten. Ich überlege gerade, ob wir es wirklich machen wollen. Bei vier Schnaps, viermal rein, das ist die ganze Mandasche, die wir dafür kriegen. Ich mach's nicht. Wir haben noch ein bisschen Munition. Waffenteile brauchen wir nicht. Wasser kriegen wir auch gebacken. Mitteilen. Wir behalten den Schnaps. Dann traden wir lieber mit jemand anderem. Ich weiß eh nicht, ob das hier so moralisch einwandfrei ist. Komm mit mir. Ach, er meint ihn. Wir gehen da nicht rein. Das Ding ist, wenn die da irgendwie. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier hoch dürfen. Also kann gut sein, dass er eben sagt: hier, Finger weg. Und dann zücken sie sofort die Waffe. Sie sind nicht umsonst im Militärstützpunkt. Aber wenn sich jemand von euch entscheiden sollte, hier mal aufzuräumen, ja, durchzugehen und den Militärstützpunkt auszuschalten, dann wird er hier reiche Beute machen können. Ich werde es nicht tun. Das ist eigentlich das Beste, was jedem Spielehersteller passieren kann, dass jemand das Spiel nur zur Hälfte spielt und so die Zuschauer sich denken: Oh mein Gott, ich muss unbedingt wissen, wie das aussieht in der anderen Hälfte. Aber nicht hier und jetzt. Wir machen vielleicht mal einen Durchgang, wo wir Rambo-mäßig durchschreddern. Wir wurden ausgeplündert. Daumen drücken, dass nichts passiert ist. Jemand versucht. Es war eine ziemlich zähe Gruppe. Wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Glücklicherweise waren alle bewaffnet. Keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Gleich mal zwei Munition aufgebraucht, nachdem wir gerade Munition ausgeschlagen haben, aber wir werden noch welche finden. Marco konnte nichts Nützliches finden. Und Emilia ist zurück. Nachdem er die Mutter dieser Kinder ins Krankenhaus gebracht hat. Emilia ist kein Er. Also, soweit ich weiß.
Kann sein, dass es sich anders identifiziert. Aber in, so wie das Spiel sie bisher präsentiert hat, ist sie eine Sie. Bug können wir gleich mal melden. Damit danke ich mich fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, euer Egon Sonn.